Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dankenswerterweise gehen die Corona-Fallzahlen im Landkreis Würzburg deutlich nach unten. Wir konnten die Führungsgruppe Katastrophenschutz dadurch auch am Wochenende endlich mal zu Hause lassen. Auch unser Sorgentelefon für Sie, unsere Bürgerinnen und Bürger, haben wir von den Öffnungszeiten reduziert. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass sich die Zahlen weiterhin positiv entwickeln und Sie vernünftig mit der Gesamtsituation umgehen. Und das auch am Vatertag. Logischerweise gibt es nichts Schöneres, wie bei herrlichem Wetter entweder mit dem Bollerwagen oder mit Kumpels zu grillen und gemütlich das ein oder andere Kaltgetränk zu genießen. Dennoch gilt weiterhin, Vorsicht walten lassen. Bleiben Sie zu Hause, feiern Sie den Vatertag mit Ihrer Familie, maximal eine haushaltsfremde Gruppe. Wenn wir das alles einhalten, dann haben wir hoffentlich bald irgendwann wieder Normalität und können dann auch ungezwungen feiern. Ich zum Beispiel habe die Gratulationsbesuche komplett reduziert. Warum? Weil die Risikogruppen einfach bestmöglich geschützt werden müssen. Freuen wir uns auf die Corona-freie Zeit. Wenn wir alle mithelfen, kommt sie bald.